Herzlich willkommen an alle Teilnehmenden zum Web-Talk von Erwachsenenbildung.at. Das ist unser Online-Diskussions- und Bildungsformat. Ich bin Karin Kulmer vom Verein CONEDU und wir sind eben Projektträger von Erwachsenenbildung.at, sind vom Bildungsministerium gefördert und sind Gastgeberinnen dieser Online-Diskussion heute. Die wird auch von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung gefördert. Es läuft heute eh schon, also Sie können im Chat sich gerne vorstellen, später dann auch Fragen posten. Wir haben auch immer wieder dann Umfragen rechts oben eingeblendet und freuen uns eben, wenn auch die, die uns zuhören, sich da beteiligen. Es geht heute um offene Bildungsressourcen und um die Frage, wie die zu einer gleichberechtigten Erwachsenenbildung beitragen. Und ich freue mich, dass da Jöran Muss-Mehrholz, Gerhard Bisowski und Sandra Schön heute da sind. Und ich werde jetzt gleich an Sandra Schön übergeben, die heute die Gastgeberinnenrolle einnimmt. Ja, lieben Dank für die Einführung. Ich glaube, jetzt startet auch die Aufzeichnung oder hat schon gestartet. Also für alle, die jetzt im Laufe der Sendung quasi was anderes zu tun haben, ein Telefonanruf kommt, Sie können es nachher auch noch nachsehen und hören. Ich freue mich sehr, dass ich für diesen Talk heute Gerhard Bisowski und Jöran Muss-Mehrholz gewinnen konnte. Ich möchte die beiden vorstellen und dann ist die Planung, dass wir wirklich ein Gespräch führen über OER für gleichberechtigte Erwachsenenbildung. Wir werden nur ganz kurz über OER sprechen zu Beginn, um hier eine gewisse Klärung zu haben, wer OER jetzt noch nicht so kein ganz vertrauter Begriff ist, wird vielleicht damit Rücksicht darauf nehmen müssen, dass wir hier da schon ein bisschen Vorkenntnisse erwarten. Wir haben eine Stunde Zeit. Ich möchte Sie herzlich einladen, wie auch Frau Kulmer schon gesagt hat, dass Sie uns im Chat Ihre Fragen stellen. Ich hoffe, ich werde nichts übersehen. Frau Kulmer wird mich unterbrechen, falls es passiert, dass wir Ihre Erfahrungen, Ihre Kommentare, Ihre Ergänzungen auch ins Gespräch mit hineinnehmen können. Ja, dann darf ich beginnen, um meine beiden Gesprächspartner vorzustellen. Ich glaube, ich muss eigentlich in einem österreichischen Web-Talk Gerhard Bisowski nicht vorstellen. Wer in der Erwachsenenbildung aktiv ist, kommt um ihn quasi nicht herum. Als Generalsekretär des Verbands österreichischer Volkshochschulen ist er, glaube ich, hinlänglich bekannt und die meisten werden auch wissen, dass er lange Jahre Leiter der VHS in Meidling war, die ja auch als Pionier im Bereich E-Learning und technologiegestütztes Lernen gilt. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Gerhard. Auch vor dem Hintergrund, dass wir schon ein gemeinsames OER-Projekt gemacht haben, den Online-Kurs Gratis Online Lernen 2014, und ja, also auch hier auf konkrete OER-Erfahrungen zugegriffen werden kann. Okay, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich schon auf das Gespräch. Ja. Danke dir. Ja, und umgekehrt, wenn ich jetzt sage, so wie der Gerhard Bisowski ein bunter Hund im Bereich der Erwachsenenbildung in Österreich ist, glaube ich, wer sich zum Thema OER in Deutschland beschäftigt, kommt nicht um Jöran herum. Und ich bin ja immer sehr neidisch. Er trägt ja sogar das OER in seinem Namen. Ich kenne sonst keinen aus der OER-Szene, der dieses große Glück hat, hier ein bisschen anzugeben, zu sagen, es ist wirklich Teil meines Selbst. Jöran ist, glaube ich, einer der ausgewiesensten OER-Experten im deutschsprachigen Raum. Die OER-Camps, das große OER-Festival, das jetzt auch Ende November in 2 Wochen wieder starten wird, beruht auf seinem Engagement und seiner Expertise. Und natürlich freue ich mich sehr, weil du natürlich nicht nur OER verbindest, sondern auch Erfahrungen der Erwachsenenbildung mit einbringst. Also ihr seid praktisch meine Wunschpartner gewesen für dieses Gespräch. Deshalb freut es mich sehr, dass es dann geklappt hat und wir heute über dieses spannende, für mich spannende Gesprächsthema OER für eine gleichberechtigte Erwachsenenbildung sprechen können. Schön, dass du da bist, Jöran. Danke für die Einladung. Jetzt wollte ich erstmal fragen, ob denn, ich meine, ich habe euch das ja schon mal geschickt, noch ein kleines Bild gibt es hier noch vorneweg, falls jemand nicht ganz scharf sehen kann, haben noch freundliche Bilder von uns ausgewählt. Wir sind heute die drei, die sprechen. So als Start. OER steht für Open Educational Resources. Und ich habe jetzt mal ganz salopp selbst formuliert. Und das sind Bildungsressourcen, also Lehrmaterialien und Software, die offen lizenziert zur Verfügung stehen, auch kostenlos genutzt werden dürfen, modifiziert werden können, also verändert werden können, wieder veröffentlicht werden können. Das ist, glaube ich, auch für euch okay? Ist es unser OER-Begriff? Ja, perfekt. Super. Also für alle anderen, es geht eben nicht nur darum, dass die Sachen online irgendwie zur Verfügung gestellt werden, sondern explizit darum, dass sie zur Modifikation freigegeben werden können. Ja. Und der erste Gesprächsimpuls wäre natürlich für mich, ihr arbeitet ja in sehr vielen OER-Projekten oder Erwachsenenbildungsprojekten und es wäre für mich mal ganz spannend und vielleicht wollen da auch die Zuhörerinnen und Zuhörer schon sich beteiligen. Was gibt es denn für Beispiele,
wo ihr denkt, da hat OER den wesentlichen Impuls gegeben, dass hier mehr Gleichberechtigung möglich ist in der Erwachsenenbildung? Gut, vielleicht, ich starte gerne mal. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, was verstehen wir überhaupt unter Gleichberechtigung in der Erwachsenenbildung? Und wenn ich es versuche, also ganz pragmatisch runterzubrechen, dann würde ich mal zwei wesentliche Aspekte nennen. Der eine Aspekt wäre der Zugang zur Erwachsenenbildung oder vielleicht der Zugang zum lebenslangen Lernen überhaupt. Und das zweite wäre dann der Verbleib in Bildungsmaßnahmen. Wir haben vielfältige Erfahrungen, dass es durch verschiedene Methoden möglich ist, also auch Menschen, die nicht so Bildung, nicht weiter bildungsaffin sind, also dadurch, dass wir rausgehen, zu gewinnen. Sie kommen dann in unsere Bildungsveranstaltungen, dann sind sie da und dann stellt sich als nächstes Thema, was können, was müssen wir tun, damit sie bleiben, weil es ja in vielen Fällen so ist, dass die Settings, die wir anbieten, vielleicht also nicht so niederschwellig sind. Und da stellt sich für mich die Frage, also welche Rolle hier Open Educational Resources spielen kann. Aber ja, vielleicht diskutieren wir das schon später. Aber mir wäre es einmal wichtig, diese Begriffsklärung vorzunehmen, wenn wir über Gleichberechtigung in der Erwachsenenbildung sprechen, was meinen wir. Mir ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich und facettenreich. Also wir werden es wahrscheinlich zu Beginn nicht definieren können. Oder Jörn, hast du da eine Idee? Ich weiß nicht, ob das produktiv ist, aber tatsächlich hatte ich in eine ähnlich zweifelnde Richtung gedacht, nämlich die Frage, was unter Erwachsenenbildung zu verstehen ist, weil auch da durch OER die Grenzen ja sehr stark aufweichen. Das merkt man ganz theoretisch vielleicht, wenn man sich so versucht, Definitionen zurechtzulegen, aber auch ganz praktisch. Wir sind jetzt gerade mit der Jury vom OER Award, der Ende November verliehen wird, dahin gekommen, dass wir die ganzen Einreichungen gesichtet haben. Und ich glaube, heute noch werden die Nominierungen bekannt gegeben. Und da gibt es eine Kategorie, die heißt Erwachsenenbildung, Weiterbildung. Und dann gibt es eine Kategorie, die heißt nonformale Bildung. Mhm. Und da sieht man dieses Jahr sehr stark, dass diese Grenzen tatsächlich fast nur noch im Nachhinein zu ziehen sind oder analytisch zu ziehen sind. Und der Zugang zu Materialien und die Freiheit, damit was machen zu können, das in neue Kontexte bringen zu können, das ist ja potenziell, noch nicht unbedingt tatsächlich, aber potenziell tatsächlich so eine Emanzipationsstufe, die die Lernenden ein Stück weit von den Bildungsorganisationen und Angeboten, die da sind, befreien kann, emanzipieren kann. Wie gesagt, erstmal potenziell, wir werden bestimmt noch weiter darüber reden können, was dann tatsächlich dafür notwendig ist, dass sowas passieren kann. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, das durfte ich nämlich auch lernen, im österreichischen Sprachraum wird Erwachsenenbildung immer als Weiterbegriff gesehen. Also wir kennen diese Verengung auf allgemeine Erwachsenenbildung in Österreich hier nicht so, wie sie in Deutschland inzwischen üblich ist. Also dass Weiterbildung praktisch oder beruflich Weiterbildung extra gedacht wird. Hier ist es praktisch wirklich noch der allgemeine Überbegriff. Aber es ist natürlich ein ganz spannender Eindruck, weil es passt ja auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man nicht mehr in die Volkshochschule quasi hineingehen muss. Also man muss nicht mehr Teil der formal organisierten Erwachsenenbildung sein, um an Erwachsenenbildung Tätigkeiten oder partizipieren zu können. Hast du in deinem Statement gerade schon gesagt, könnte eine Erweiterung sein, weil man nicht in die Volkshochschule kommen muss. Also man kommt quasi an Bildungsressourcen auch heran, wenn man nicht in die Volkshochschule muss. Welche Beispiele kennt ihr denn da aus dem Erwachsenenbildungssetting, wo ihr sagt, das wäre so ein Beispiel und da habt ihr die Erfahrung gemacht oder das seht ihr, das ist eine Ressource, die OER ist, die sehr häufig genutzt wird und hier viele Impulse gesetzt hat? Das ist eine gute Frage und ich bin mir jetzt dessen bewusst, dass ich mich von der vorher präsentierten Definition von OER ein bisschen abwende. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich, wenn wir jetzt beim Beispiel Volkshochschule bleiben, dass ich grundsätzlich alles, was ich in der Volkshochschule lernen kann, oder beinahe alles, was ich lernen kann, finde ich im Internet. Wenn ich jetzt das nur an YouTube denke, dann geht es von klassischer Allgemeinbildung bis hin zur Gesundheitsbildung. Also das kann ich dort alles finden. Wir haben das auch auf unserer letzten Hauptversammlung noch einmal sehr intensiv diskutiert und auch in die Richtung hin diskutiert, was heißt das für eine Volkshochschule, die ja
sozusagen im Kern vom Präsenzunterricht erlebt. Was heißt das eigentlich? Also was heißt das für die Zukunft? Wie können wir hier anschlussfähig werden und wie können wir hier die Stärken, ich sage so allgemein, die Stärken des Lernens mit dem Internet, mit den Stärken des Präsenzlernens verbinden. Ja? Aber mir ist schon bewusst, dass ich jetzt mich nicht an die enge Definition von Open Educational Resources gehalten habe, sondern eigentlich einmal grundsätzlich davon ausgegangen bin, dass sehr, sehr viele Bildungs- und Weiterbildungsangebote im Internet zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung stehen. Ja, und vielleicht darauf aufbauend, ich finde es sinnvoll zu sagen, wir setzen erstmal den Zugang als erste und vielleicht wichtigste Frage der Offenheit an den Anfang. Und diese Lizenzfragen, glaube ich, sind nicht ein Gegenstück davon, sondern wären sozusagen ja die nächste Stufe. Also man könnte mal sagen, was kann man mit diesen Angeboten noch anfangen, was wäre noch mehr möglich, wenn diese im Zugang offenen Angebote jetzt auch noch weiterverwendbar wären. Insofern würde ich diese Gegenüberstellung, die wir häufig in OER-Diskussionen haben, gar nicht so stark sehen, sondern tatsächlich eher so als Stufe. Das ist sozusagen Level 1, die Materialien sind da und offen zugänglich und was könnte man noch mehr daraus machen, wenn das OER in dem Sinne wäre, wie wir es als Grundverständnis auf der ersten Folie hatten. Aber die offene Zugänglichkeit alleine führt ja noch nicht zu mehr Gerechtigkeit oder zu mehr Gleichberechtigung. Mhm. In vielen Fällen ist es ja so, dass sie die Menschen gar nicht auskennen. Es ist ja vieles schwer auffindbar. Ja, da kann ich auch einfach eine Episode vielleicht erzählen. Wir haben ja wieder gratis Online-Lernen gestartet. Das ist ein offener Online-Kurs, der sich an Einsteigerinnen fürs Lernen richtet. Und wir haben hier auch im Bad Reichenhall unseren Vereinsräumlichkeiten eingeladen, für Lernerinnen zu kommen. Und es schaut dann so aus, dass wirklich drei Personen kommen und zwei davon haben gar kein Gerät, an dem sie selber ins Internet kommen. Also die haben dann wirklich, gehen halt in Cafés, um E-Mails zu checken. Und da sind wir natürlich dann schon also mit unserem Angebot schon nochmal sehr weit vom Alltag dieser Personen weg, die wir ja auch versuchen irgendwie zu erreichen. Und wir sprechen nicht über Personen, die von dem Angebot gar nichts wissen können oder wollen, weil sie noch gar nicht online sind quasi. Ich gehe jetzt mal zur nächsten Folie, weil irgendwie, eigentlich müsste ich zur übernächsten Folie gehen, glaube ich. Die nächste Folie wäre quasi dieses Argument gewesen, also ist irgendwas, was jetzt quasi kostenfrei da im Netz zur Verfügung steht, ist das wesentliche Argument für Gleichberechtigung, dass jetzt da was erreichbar ist, was mich vielleicht sonst was kostet? Oder ist es, und jetzt gehe ich gleich zur nächsten Folie, das ist nicht die nächste Folie. Also ist es das Wesentliche, dass es kostenfrei ist? Also kümmert es die Lernerin, anders gefragt, kümmert es die Lernerin überhaupt, ob es offen lizenziert ist oder nicht? Ist es überhaupt ein Thema? Also ich kann jetzt nur versuchen, selbst aus der Perspektive eines Lernenden zu antworten, da spielt es für mich überhaupt keine Rolle. Ja? Mhm. Also die Materialien oder die Lernobjekte müssen verfügbar sein, sie müssen für mich auffindbar sein und das mit einem möglichst geringen Aufwand. Ja? Mhm. Und sie müssen nutzbar sein. Also das ist, ob das jetzt frei lizenziert ist oder nicht, also das interessiert mich als Lernender nicht. Ja? Vielleicht zwei Perspektiven. Die zweite werden wir vielleicht gleich ausführlich nochmal besprechen, nämlich die Frage der Lehrenden, die wir jetzt ja bisher ein bisschen ausgeklammert haben. Denn Material und Lernender heißt ja nicht automatisch, dass es keine Lehrenden mehr gibt. Ich würde aber einen Punkt noch zu der Perspektive der Lernenden sagen, auch wenn ich da mich selbst als Beispiel nehme. Mir ist vielleicht oft diese Lizenz egal, aber die Offenheit betrifft ja auch so banale technische Sachen wie, was kann ich als Lernender mit einem Material machen? Und das kenne ich von mir selber, dass ich zum Beispiel extrem schnell genervt bin, wenn ich Angebote habe, ich mache es mal ganz platt, wo ich nicht mal Text markieren kann oder wo ich nicht gucken kann, dass ich dieses Video oder dieses Audio oder irgendwas überhaupt bei mir behalten kann, sondern dem ausgeliefert bin, was der Anbieter mir erlaubt, was ich mit einem Material machen kann und was nicht. Weiß nicht, das gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Typen, wie man gut lernt, aber zum Beispiel, ich möchte immer irgendwas damit machen und sei es nur markieren können in einem Text oder Sachen aus dem Text rauskopieren und mir zusammenschneiden können, irgendwie in einer kleinen Mitschrift oder sowas. Mhm. Das ist ja auch eine Frage von Offenheit, die tatsächlich, wenn man es erstmal ein bisschen anders kennt und sieht, okay, das wäre ja auch durchaus möglich, dass ich einen Text nicht nur so, wie ihn mir eine App hinsetzt, hinnehmen kann, sondern was damit machen kann, der ein bisschen für mich die Perspektive da erweitert hat.
Ich finde das ein sehr gutes Argument. Also das erinnert mich noch an das Lernen in meiner Schulzeit. Man hat halt einen Marker genommen und hat dann markiert, was einem wichtig ist und daneben noch Anmerkungen gemacht. Also kann ich nur zustimmen. Ich denke, das sollte ein Mindeststandard sein für Material, also das ich zum Lernen im Internet finde. Ja. Also es gibt auch ein bisschen mehr als nur die reine Verfügbarkeit und vielleicht auch noch mit noch ergänzen die offene Software. Also ich denke, die Software, die halt alle so auf ihren Rechner haben, PowerPoint und Co., Windows, Word etc., ist halt doch für viele einfach nicht erreichbar. Also ich habe es eben jetzt wieder durch diesen konkreten Workshop wieder gesehen, dass es einfach was ist, was dann schon spannend ist und offen lizenzierte Materialien und Software sind dann dadurch einfach auch erst nur verfügbar. Also ohne diese Lizenzierung wären sie ja gar nicht online zum Runterladen. Jetzt hat Frau Waffner, du willst gerne was sagen, ja gerne, Jörn? Gerne noch einmal, um das, wie wichtig das auch in den nächsten Jahren sein wird, dass man damit was machen kann, muss man sich, glaube ich, auch vergegenwärtigen, wenn man sich die Lizenzmodelle vorstellt, die eben im traditionellen Vertrieb jetzt gedacht werden, wie das Ganze in den Verlagen und Distributionshäusern gedacht wird, nämlich, dass man nur sich das leiht, das Material, so ist das, wie man sich das gängigerweise für den digitalen Bereich jetzt ausdenkt und nur für eine begrenzte Zeit Zugriff auf ein Material hat und damit im Zweifelsfall gar nichts machen kann oder sich Anmerkungen macht, aber am Ende sind vielleicht auch die Anmerkungen da, aber der zugrunde liegende Text nicht mehr. Das ist was, was wir jetzt in Ansätzen ja schon sehr stark sehen in neuen Geschäftsmodellen und das ist eigentlich der Gegenpol, den wir uns immer auch vergegenwärtigen müssen, wenn wir von offenen und geschlossenen Materialien reden. Also wir plädieren jetzt nicht dafür, dass OER gar nicht so wichtig ist, Hauptsache irgendwie kostenlos im Netz aus Lernerperspektive, sondern es ist dann auch für die Lernenden ganz wichtig, dass die Lizenz gleich mitgedacht wird, weil sonst hätten sie es nämlich gar nicht, sonst würde es gar nicht verpflichtend zur Verfügung stehen. Frau Waffner hat angemerkt im Chat, es gibt auch Studien über die Bedeutung von Lernen, also wir reden jetzt sehr stark über die Lernenden und tun so, als ob die Erwachsenenbildung als formale Einrichtung gar keine Rolle mehr spielt, wenn wir die Perspektive so ein bisschen wechseln. Hier ist ein Statement, Gerhard, das war von dir, das wir auch in der Ankündigung präsentiert haben, ein Argument, wo du sagst, das ist ein gutes Beispiel, warum OER so wichtig ist und warum es auch zur Chancengleichheit beiträgt. Ja, ich glaube, das ist eines der zentralen Argumente. Also wir sprechen ja auch in der Erwachsenenbildung davon, dass es sehr wichtig ist, authentische Materialien zu haben, das heißt, die inhaltlich auch damit davon handeln, was sich heute in der Welt oder um mich herum abspielt. Ja. Und dafür, da sehe ich also ganz, ganz große Chancen für Open Educational Resources. Oder wenn ich denke jetzt an die wirklich unzähligen Kurse für Geflüchtete, die in den Volkshochschulen durchgeführt worden sind und durchgeführt werden. Und hier handelt es sich nicht um eine Zielgruppe, die man als Geflüchtete benennen kann, sondern das sind Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern mit den unterschiedlichsten Lernerfahrungen, ja, mit den unterschiedlichsten Hintergründen noch einmal. Und da ist es ganz essentiell, also dass hier wirklich also sehr an die Zielgruppen angepasste Materialien erstellt werden. Ja. Wir haben das selber auch im privaten Kreis erlebt. Also wir haben einen Asylwerber betreut und meine Frau hat dann mit ihm auch Deutsch gelernt und sie hat eigentlich also mit den Materialien, die sie in den Deutsch-Lehrbüchern gefunden hat, so gut wie, also sehr, sehr wenig anfangen können. Ja, dort sind Lebenswelten vorgekommen, die mit der Lebenswelt von Geflüchteten also schon überhaupt nichts zu tun haben. Ja, und ich meine, hier bietet sich eine sehr große Chance, eine sehr große Möglichkeit für OER. Und ich sehe allerdings auch Schwierigkeiten, aber vielleicht sprechen wir dann nachher drüber. Wir können, glaube ich, gerne auch über die Schwierigkeiten sprechen. Also gerne, gerne auch. Schwierigkeiten sehe ich dann dort, wo, also im Bereich der Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Also in vielen Fällen haben wir die Erfahrung gemacht, dass Projekte und Materialien sehr engagiert, sehr euphorisch entwickelt werden, eine Zeit lang verfolgt werden. Und dann aus verschiedensten Gründen geht nichts mehr weiter. Also sei es, weil es keine Förderung dafür gibt, sei es, weil es andere Gründe gibt, weil die Personen gewechselt haben. Also hier Nachhaltigkeit, eine nachhaltige Adaptierung, Nutzung, das wäre meines Erachtens also eines der zentralen Themen, die auch gewährleistet werden sollten. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe, weil für mich ist OER, ich argumentiere ja auch immer sehr stark mit OER und sage, auch wenn das quasi dann nicht weiter bearbeitet werden kann, es ist ja mal da. Also OER, wenn es mal irgendwie im Netz steht, verschwindet ja nicht auf einmal. Also es kann mal 5 Jahre quasi rumliegen und dann kann es wieder jemand auf die Idee kommen und sagen, ach, da war doch mal was ganz Tolles,
Projekt beim österreichischen Verband Volkshochschulen. Da schaue ich da nochmal nach und arbeite quasi mit dem Material wieder weiter. Du meinst es aber eher, dass auch diese Infrastrukturen wahrscheinlich fehlen, also um die Materialien auch irgendwo aufgehoben zu fühlen, oder? Stimmt schon, sie müssen gut auffindbar sein. Ja, die Frage ist, wo lagern diese Materialien? Die nächste Frage ist, wie weit sind sie eingebettet jetzt in ein Gesamtcurriculum? Also wenn ich denke, gerade bei Geflüchteten, wo es um abschlussorientiertes Deutschlernen geht, wie weit ist es in einem Rahmen eingebettet? Ja, und da stellt sich natürlich dann auch immer wieder die Frage der laufenden ständigen Adaptierung. Und es gibt jetzt ja gerade in Österreich sehr viele eigentlich OER-Initiativen, beispielsweise die Plattform Erwachsenenbildung.at gehört ja auch zu den offen lizenzierten Angeboten, aber es gibt eigentlich keine solche Plattform, die gezielt, dezidiert die verschiedenen OER-Angebote in Österreich zusammenträgt, oder? Gibt es nicht, meines Wissens nicht, also vielleicht wisst ihr mehr. Nee, ich glaube, wir haben ja vor einem Jahr mal sehr intensiv recherchiert, Jöran und ich, damals gab es zumindest nichts, und wenn du es auch nicht weißt, dann wüsste ich nicht, wer es uns sagen könnte, aber vielleicht gibt es in der Schweiz was ganz Spannendes, die Frau Reine hört jetzt so. Wäre mir allerdings auch mal. Also der Umweg über die Lehrenden, da sehen wir eigentlich momentan die größeren Impulse für die Chancengerechtigkeit. Kann man das so ein Zwischenfazit ziehen nach dem ersten Drittel des Gesprächs? Dass OER zwar die Grundlage ist, damit die Sachen wirklich genutzt werden können, die im Netz stehen, dass es uns wichtig ist, dass es auch für die Lernenden nicht zu vernachlässigen ist, aber dass da einer der wesentlichen Impulse ist eigentlich die Freiheit der Lehrenden, die Materialien zu nutzen und anzupassen. Jöran, du zögerst schon so schön. Sprich. Ja, ich frage mich, ob es eine Frage unserer Brille oder der Sichtbarkeit ist. Also das ist natürlich, was wir als Lehrende stark sehen. Und natürlich haben wir auch tatsächlich sofort die Frage, die ja auch im Chat schon aufkam, was ist denn das, was bedeutet das für unsere Rolle als Lehrende? Aber vielleicht ist das manchmal, denke ich, bei mir selbst ein bisschen pädagogisch paternalistisch gedacht, weil wir nicht so stark sehen, dass einfach ganz viel passiert außerhalb unseres Wahrnehmungskreises auch nur. Also ich überlege gerade, wenn man mal OER fasst und auch sagt, naja, gehört auch Wikipedia dazu, was für einen ganz großen, für uns nicht sichtbaren Nutzungsbereich es da gibt. Und wir wissen auch gar nicht so ganz genau, wie die Leute das nutzen und was sie eigentlich damit machen. Das ist ja total faszinierend. Das ist ja eine täglich millionenfache Nutzung, von der wir fast nichts wissen. Deswegen würde ich jetzt die auch nicht so gegeneinander ausspielen wollen, wollte nur kurz eine Lanze brechen für die Lernenden, die wir eben oft gar nicht so sehen oder die sich auch selbst oft gar nicht explizit als Lernende in dem Moment wahrnehmen. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, Frau Kulm hat auch noch nachgefragt im Chat, ob es Beispiele gibt. Ich glaube, wir hatten ja vorhin diese Folie und haben natürlich auch Erwartungen geweckt, glaube ich, dass wir jetzt Beispiele auch ein paar präsentieren aus dem Erwachsenenbildungsbereich. Jetzt würde ich einfach mal den Aufschlag machen und damit wir ein paar Sachen genannt haben hier im Talk und bitte die euch beide zu ergänzen. Also ich glaube, zunächst Erwachsenenbildung.at ist schon gefallen, alles offen lizenziert auch im Magazin, auch die Fachbeiträge quasi sind offen lizenziert. Wir haben über eMOOCs im Vorgespräch gesprochen, die österreichische MOOC-Plattform, wo die meisten Sachen ja offen lizenziert sind, alles mit Creative Commons Lizenzen versehen. Analog dazu die deutsche Plattform Moin, die auch offen lizenzierte Online-Kurse anbietet. WB-Web dürfen Sie, glaube ich, nicht vergessen, das ist die Plattform des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Haben natürlich jetzt auch viele Plattformen, ich meine auch die Plattform oer.de. Ist ja letztlich auch, ein Angebot, was man der Erwachsenenbildung zurechnen kann. So, und jetzt, glaube ich, ist mein Fluss erstmal rum. Gibt es denn noch was Spannendes? Ich meine, auch die Volkshochschulen in Deutschland haben ja Angebote zum Sprachenlernen, sind allerdings nicht offen lizenziert, aber haben viele tausend Lernerinnen. Frau Reimer ergänzt gerade, digitallernen.ch hat auch ein Schwerpunktthema OER. Jetzt kenne ich das Angebot nicht und kann nicht ad hoc sagen, was es ist. Hier soll gesammelt werden in der Schweiz. Das freut mich, dass es da eine Initiative gibt. Also es gibt, glaube ich, schon einiges auch im Erwachsenenbildungsbereich, aber natürlich, also unterschiedlichen Fokus, die einen richten sich eher an die Erwachsenenbildnerinnen und die anderen, gerade die Kursangebote richten sich dann eher an die Lernerinnen. Gut, da stellt sich eine grundsätzliche Frage, müssen das jetzt OER sein, die spezifisch für die, wenn es OER sind, dann sind sie ja offen, ja? Und dann kann ich sie ja weiter bearbeiten. Das heißt, ich würde da hier auch keine Berührungsängste zum Schulbereich haben, ja? Weil diese
Ressourcen können ja dann noch einmal weiter adaptiert werden. Ja? Mhm. Also insofern ist die Frage, ob die Erwachsenenbildungsspezifität überhaupt, ob das überhaupt die richtige Fragestellung ist. Also ich glaube auch, also das, was es an Materialien gibt und was auch frei verfügbar und offen lizenziert ist, also es ist eher die Frage, wie bekommt man hier einen Überblick? Ja? Das scheint mir also tatsächlich dann das Problem zu sein. Also das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, den möchte ich auch noch einmal aufgreifen, den Herr Mus-Mehrholz angerissen hat. Also es geht ja nicht nur um das Lernen in Institutionen. Ja? Als Vertreter einer Institution sage ich, dass das ein ganz ein wichtiger Stellenwert ist, wenn wir das lebenslange Lernen betrachten. Aber darüber hinaus ist es ja wesentlich breiter. Also wenn ich das sogenannte lebensbreite Lernen betrachte, also auch durchaus intentional, aber informell an Lernprozessen, also dann hat jeder von uns also zig Beispiele sofort auf der Hand, wo und wie ich mich jetzt zum Beispiel anders bezogen, wenn ich irgendein Problem lösen will, also dann mit Hilfe von verschiedensten Ressourcen im Internet weitergebildet habe. Ja. Und ist schon eine spannende Frage, wie können wir das zum Beispiel in den Lernprozess in unseren Institutionen, wie können wir das integrieren? Also ich glaube, das wird eine der großen Herausforderungen sein. Und dazu, Entschuldigung, jetzt muss ich noch einen dritten Aspekt einbringen. Also klar spielen die Lehrenden eine ganz zentrale Rolle, aber meine Erfahrungen aus der Einführung des E-Learning in eine Institution haben mir gezeigt, also das muss beides ein Top-Down- und ein Bottom-Up-Prozess sein. Ja? Also wenn ich das nur den Lehrenden überlasse, dann es geht ja eigentlich um Innovationen jetzt im Lehr-Lern-Prozess und auch in Institutionen, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Also es müssen die Leitungen dahinter stehen und das muss auch ganz stark von den Leitungen unterstützt werden. Und umgekehrt, wenn ich an unsere ersten Gespräche zurückdenke, Gerhard, ich glaube vor 10 Jahren oder so, da hatten wir mal die Idee, ein Wisch- und Web-Angebot zu machen, falls ich noch erinnere, das ist ja sicher auch so ein Angebot für Putzpersonal in den Volkshochschulen in Österreich. Genau. Mit der Idee quasi wirklich hier auch das eigene Personal breit zu sehen und nicht nur an die Lehrkräfte zu denken und zu sagen, wir müssen wirklich Bildung ganz breit ansetzen. Ja, spannend. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter. Außer ihr habt noch Ergänzungen zu diesem Argument, dass jetzt quasi über die Lehrenden die zielgruppenspezifischeren Angebote möglich sind. Und da muss ich natürlich jetzt an Jörn verweisen. Das ist natürlich ganz spannend gewesen. Wir hatten quasi gleich einen Widerspruch in der Vorankündigung, einen kleinen Widerspruch zumindest. Sagst du, lieber Jörn, das sagt, halt, so schnell hier wird nicht geschossen. OER alleine ist ja wohl noch nicht automatisch mehr Bildungsgerechtigkeit, sondern du sprichst hier quasi den Matthäus-Effekt an, wer hat den wird gegeben. Hier profitieren vielleicht oder vor allem besonders Gruppen, die eh schon sehr gute Voraussetzungen mitbringen. Ja, also da bin ich relativ sicher, dass Gerechtigkeit ist ja tatsächlich, kann man ja auch lange philosophieren, aber jetzt nehmen wir mal an, einen naiven Gerechtigkeitsbegriff so im Sinne von, da haben wir jetzt echt alle was von und da würde ich sagen, kann sein, aber ich glaube, die vorher schon viel hatten, haben deutlich mehr davon. Das kennen wir aus dem E-Learning, das kennen wir aus der Frage auch bei MOOCs, auch wenn es dann noch nicht um OER und frei lizenzierte Inhalte ging, dass tatsächlich diejenigen Lernenden, die zum Beispiel schon sich gut selbst organisieren können, gut im Netz selbstständig unterwegs sind oder gut selbst organisiert arbeiten etc., deutlich mehr von neuen Möglichkeiten haben als die weniger privilegierten Gruppen. Und deswegen wäre jetzt so meine Vermutung, dass wenn jetzt erstmal einfach nur ein paar neue Möglichkeiten dazukommen, ohne weitere begleitende Maßnahmen, die privilegierten Gruppen deutlich mehr davon haben, die vereinfacht gesagt, das am wenigsten nötig haben. Und die anderen Gruppen, die schon große Schwierigkeiten haben, die im Bildungssystem vielleicht ohnehin unterrepräsentiert sind, jetzt erstmal nicht so sehr viel davon haben. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also vielleicht, ich muss trotzdem, möchte ich eine Gegenrede versuchen. Und die Gegenrede könnte lauten, wenn wir von einer interessegeleiteten Erwachsenenbildung sprechen. Ja? Also Beispiel, jemand interessiert sich, ich weiß nicht, für Kleidernähen. Ja? Und diese Person besucht einen Kurs zur Verbesserung der elementaren Basiskenntnisse. Ja? Dann kann ich ja mit eigentlich idealerweise mit offenen und immer wieder gestaltbaren Materialien sehr leicht an diesen Interessen ansetzen. Ja? Und das wäre schon
das wäre meines Erachtens schon eine große Chance, aber ich stimme absolut zu, also automatisch führt das nicht zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Und ich glaube auch, man kann heute nach den vielen Erfahrungen, die wir mit Angebot im Internet haben, können wir sagen, also allein die Verfügbarkeit von Angeboten, ja, die Zugänglichkeit von Angeboten führt noch nicht also zu einer ausgeglichenen Nutzung oder zu einem Zugang für alle. Ja? Das ist, glaube ich, das entscheidende Thema. Also da brauchen wir nicht nur begleitende Maßnahmen jetzt im mikrodidaktischen Bereich. Ich glaube, da ist auch die Bildungspolitik gefordert. Ja? Wenn es ein Anliegen der Bildungspolitik ist, dass zum Beispiel die Beteiligungsquoten am lebenslangen Lernen gesteigert werden, dann muss hier etwas getan werden. Dann müssen auch, ich habe ganz am Anfang gesprochen über Maßnahmen, also rauszugehen dort, wo die Lernenden sind, das ist natürlich aufwendiger. Ja. Das ist sehr erfolgreich, das wissen wir, ja. Das bringt natürlich auch Kosten mit sich und da ist schon die öffentliche Hand gefordert. Das führt dann automatisch zum nächsten Slide und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich die Agenda im Hintergrund. Und hier hat auch Birgit Aschewan fragt zum Beispiel hier im Forum dazu, ist der Matthäus-Effekt bei OER nicht großteils eine Frage der vorerst relativ schlechten Auffindbarkeit von OER? Also wäre das zum Beispiel so eine Maßnahme, die ihr einfordert oder welche Maßnahmen sind da für euch wichtig und zentral? Ich würde widersprechen. Also ich glaube tatsächlich, bessere Auffindbarkeit heißt auch noch mehr Matthäus-Effekt. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir von den weniger privilegierten Gruppen ausgehen, an den Grundlagen orientiert schauen müssen und dann muss man sagen, lernen, so breit es als Schlagwort inzwischen irgendwie diskutiert sein mag, ist ja trotzdem noch längst nicht so, dass wir sagen können, damit sind wir jetzt wirklich zufrieden, da haben wir genug bildungspolitische Maßnahmen, dass Leute wirklich selbstbestimmt lernen können, in Eigenregie lernen können, auch möglicherweise selbst höhere Souveränität haben zu entscheiden, wann brauchen sie welche Unterstützung und wo bekommen sie diese Unterstützung dann auch. Das sind alles, würde ich sagen, Grundlagen, auf denen OER dann als fruchtbaren Boden sozusagen gut aufbauen kann. Aber OER als Einzelmaßnahme sehe ich dann tatsächlich eher als was das darauf aufbauen kann. Ich kann gleich auch noch eine Gegenrede machen, aber erstmal das. Ja, dem würde ich so auch zustimmen. Also es ist ja eine von vielen Maßnahmen, wenn man so will, dort, wo es um Innovation geht oder um Open Education geht, also wenn man diesen Begriff irgendwie gebrauchen darf. Ja. Aber trotzdem möchte ich einen Widerspruch noch einmal anmelden. Ich glaube, die bessere Auffindbarkeit wäre schon eine gute Voraussetzung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die praktische Volkshochschultätigkeit. Also Lernende haben dann einfach gefragt, können Sie mir nicht, ich möchte ja zu Hause alleine weiterlernen, mich vertiefen, können Sie mir Empfehlungen geben? Gibt es Links, die Sie weiterempfehlen können? Das sind so ganz einfache, banale Dinge. Jetzt viele Lehrende haben das und sie haben sozusagen ihr eigenes kleines Repertoire an Links, aber idealiter, um das in einer Institution auch implementieren zu können, wäre das Ideale schon, also wenn hier eine gute Strukturierung vorhanden ist und auch ein gutes Tagging, eine gute Beschlagwortung vorhanden ist, also die Auffindbarkeit dann erleichtern, sowohl für Lehrende als auch für Lernende. Jetzt haben wir ja quasi jemand da, der auch für die Strategie der Volkshochschulen in Österreich verantwortlich ist. Jetzt wäre praktisch so der Brief an das Bildungsministerium, an die Ministerien in Österreich für die neue Regierung in Bezug auf OER. OER prinzipiell sehen wir als Möglichkeit, hier gleichberechtigteren Zugang zu schaffen. Allerdings können wir diese Impulse nur dann ausführlich nutzen, wenn wir Repositorien haben, wenn wir das Lernen als grundlegendes Kompetenz verstehen, die wir vielleicht auch in den Schulen schon ausüben müssen, Auffindbarkeit prinzipiell größer ist, also ein Repositorium ist ja nicht gleich Auffindbarkeit. Ist das schon alles? Gibt es da noch mehr oder gibt es da, ist vielleicht auch jetzt sehr verkürzt dargestellt von mir zusammengefasst? Ja, ich glaube grundsätzlich jetzt darum, dass wir ein Bündel von Maßnahmen brauchen. Und wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen, dass insbesondere die Zugänglichkeit von Personen, die nicht zu unseren traditionellen Besucherinnen und Besuchern gehören, dass wir das gewährleisten, ohne, und das möchte ich auch betonen,
und dass wir diskriminieren, ja, dass wir mit dem Zeigefinger auf die Statistik zeigen und sagen, also du bist bildungsbenachteiligt, du musst unbedingt in unsere Kurse kommen. Also das ist wichtig, glaube ich, dass wir hier auch sehr umsichtig und sehr vorsichtig vorgehen. Aber ganz grundsätzlich muss ich sagen, also braucht die Erwachsenenbildung, um ihren Aufgaben nachkommen zu können, braucht die Erwachsenenbildung mehr öffentliche Mittel. Und dafür gibt es eine Reihe von Studien, die ganz klar und deutlich belegen, dass gerade die öffentliche Hand hier einen Nachholbedarf hat. Ja. Und auf der anderen Seite sehen wir, wenn ich an die Studie zu den Grundkompetenzen für Erwachsene PIAAC denke, der Anteil derjenigen Menschen, die im Bereich des sinnerfassenden Lesens niedrige Kompetenzen haben, ich meine, das eine ist ein Prozentsatz, aber das andere ist eine absolute Zahl und das ist fast 1 Million Menschen in Österreich. Ja. Also das ist schon, und wir wissen auch aus diversen Studien, was das bedeutet, was bedeutet das für die Partizipation, was bedeutet das für das gesellschaftliche Leben, für die Menschen selber, die über ein hohes Maß an Misstrauen anderen Menschen gegenüber verfügen. Also ich glaube, das ist der große Kontext, um den es geht und hier sind einfach mehr Mittel notwendig. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich schon der Auffassung, dass OER hier einer von mehreren Bausteinen sein können, ja, um diesem Ziel mehr Chancengerechtigkeit und mehr Beteiligung an der Bildung und insbesondere am lebenslangen Lernen zu ermöglichen. Danke, tschüss. Das ist schon ein Plädoyer zum Schluss, aber zum Schluss sind wir noch nicht. Ich kann es noch einmal wiederholen zum Schluss. Ich meine, so nachher rausschneiden und dann featuren. Ich habe jetzt praktisch hier zusammengefasst, also wir haben ja schon die Vermutung gehabt, OER ist schon ein Teil davon oder es kann schon auch für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen, wobei alle Achtung, natürlich Matthäus-Effekt und Co., es profitieren wahrscheinlich auch sehr viele andere in einem stärkeren Maße davon, die da kompetent mit umgehen können, die gerne wie Jöran die PDFs kommentieren, lesen, verrupfen, speichern auf alle Ewigkeit und nicht nur ein geliehenes File nutzen möchten. Also OER sorgt für Bildungsgerechtigkeit, aber wenn wir diesen Satz ergänzen würden, und da möchte ich vor allem auch die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen einladen, das zu ergänzen. Wie sollte dieser Satz lauten, dass wir eine Aussage haben, die jetzt zu unserem Gespräch passt oder die vielleicht auch was Neues noch einbringt, was wir bisher nicht genannt haben? Das wäre sehr schön, Ihre Antworten zu hören oder zu lesen. Jöran, magst du vielleicht einen Aufschlag machen, ad hoc? Wie gehört denn dieser Satz? Ja, also ich hatte gerade noch überlegt, das ist immer schlimm für eine Moderatorin, wenn die Leute sich selbst das überlegen und die Frage so übergehen, Entschuldigung. Aber dann tatsächlich glaube ich, dass bei OER noch eine besondere Sache drin steckt, die ich gerne noch reinbringen würde, und zwar der Überraschungsmoment oder die Ungewissheit. Ich glaube, dass OER tatsächlich auch bedeutet, dass wir nicht wissen, was aus Sachen entsteht. Also dass wir nicht wissen, was aus dem konkreten Material entsteht, aber auch nicht, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ich hatte vorhin mir selbst schon so einen pädagogischen Paternalismus zugeschrieben, sodass ich irgendwie denke, naja, als Lehrender weiß ich ein Stück weit besser irgendwie, was für Lernende gut ist und richtig ist und so weiter. Aber OER bietet natürlich auch da das Potenzial, dass Lernende das alles irgendwie ganz anders machen, als wir uns das gedacht haben, als wir Materialien erstellt haben oder als wir politische Maßnahmen befürwortet haben oder sowas. Und wenn wir was im digitalen Bereich und gerade im Bereich von Offenheit gesehen haben, in anderen Open-Bewegungen, die wir schon ein bisschen länger verfolgen, dann ist es, dass da oft Überraschungen rauskommen, dass sich Dinge entwickelt haben und Leute Sachen genommen haben und ganz anders genutzt haben, als der Hersteller sich das gedacht hat. Und das kann ich mir bei OER auch vorstellen, dass wir in 5 Jahren uns hier wieder treffen und sagen, damals haben wir OER so und so gedacht und dann ist es ganz anders gekommen. Und der Bus Mehrholz hat damals gesagt, naja, die Lernenden brauchen irgendwie bestimmte Grundlagen, aber nein, die haben sich irgendwie ganz anders emanzipiert, als wir das gedacht haben. Da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklungen, die da diese Open-Komponente mit sich bringt. Fällt dir denn da ein Beispiel ein? Ich meine, ich finde das eine steile These und bin auch neugierig auf die Überraschungen, die da kommen. Ja, ich habe neulich woanders eine Beobachtung gemacht. Da ging es darum, dass man sich bestimmte Maßnahmen überlegt für bestimmte Zielgruppen. Und die dann gar nicht von der Zielgruppe, sondern von allen Lernenden irgendwie gebraucht werden. Ich glaube, mein Aha-Erlebnis hatte ich vor 3 Jahren, als jemand vorgestellt hat,
wie bestimmte technische Funktionen für Menschen mit bestimmter Behinderung genutzt werden, dass sie sich zum Beispiel Texte vorlesen lassen. Und dass gar nicht zwei von 25 Personen einer Lerngruppe, für die diese Maßnahme gedacht war, die nämlich schlecht lesen konnten, das genutzt haben, sondern insgesamt 10 Leute aus dieser Lerngruppe gesagt haben, sie lassen sich diesen Text gerne vorlesen oder verändern die Geschwindigkeit oder eine Schriftgröße oder sonst was. Also die Lernenden sind da so individuell wie unberechenbar, und für den Bereich Open ist es ja eben tatsächlich, was ich sage, so eine Prognose oder eine Hoffnung, dass sich da was tut. Da habe ich jetzt kein Beispiel, weil das ja gerade in der Zukunft ist. Aber gerade auch, wenn man sich Jugendliche anguckt, wie die Materialien häufig nutzen, da sieht man ja, dass die häufig ganz anders mit Sachen arbeiten. Und ich vermute, das gibt es bei Erwachsenen auch, aber da gibt es das häufig weniger sichtbar, dass die Sachen anders machen, als wir uns das gedacht haben. Und mit Open geht halt viel mehr und geht es viel besser, Sachen anders zu machen. Weil es auch zulässig ist und erlaubt ist, beispielsweise das Vorlesen, ja? Ja, mir gefällt das sehr gut, dass die Lernenden unberechenbar sind, und ich wünsche mir eigentlich sehr viele unberechenbare, sehr selbstbestimmte und sehr, sehr aktive Lernende. Aber ich schaue jetzt noch auf den Chat, und Doris Seyer hat einen Aspekt eingebracht, nämlich Sensibilisierung bzw. Professionalisierung der Lehrenden. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, das ich auch mit Open Educational Resources verbinde. Ja? Nämlich Sensibilisierung auch in die Richtung Zusammenarbeit, Kollaboration mit anderen Lehrenden. Das trägt wieder entscheidend zur Verbesserung der Qualität, nicht nur der Materialien, sondern auch der Qualität der Lehre noch einmal bei. Oder wenn ich den Gedanken noch weiter spinne und an Jörn Muss-Mehrholz anknüpfe, eine Kollaboration zwischen Lehrenden und Lernenden. Also das, finde ich, wäre dann überhaupt sehr spannend, sind völlig zu Recht gesagt. Also was machen die Lernenden? Alles aus existierenden, aus vorhandenen Materialien. Ja? Und wir haben in der Erwachsenenbildung das Prinzip, dass jeder Lehrende auch ein Lernender ist. Und das Ganze gilt natürlich auch umgekehrt. Ja? Also hier eröffnen sich meines Erachtens schon Perspektiven, die sicherlich allalong zu anderen Vorstellungen von Lehre und Lernen führen können. Ich würde einfach gerne die Beiträge, die jetzt, wir haben jetzt 5 Antworten schon rechts, und ich glaube, Doppelungen auf der linken Seite, einfach mal vorlesen, und dann können wir einfach dazu entgegnen oder sagen, ja, ist alles ein wunderbares Wenn. Also OER sorgt für Bildungsgerechtigkeit, wenn. Der erste Beitrag ist, wenn es Wegweiserinnen gibt, Infos, was es mit welcher Qualität für welches Lernbedürfnis gibt, so erlebe ich es gerade in den OER-Workshops mit Basisbildnerinnen. Das ist praktisch eine sehr ähnliche Argumentation. Oder? Dieses praktisch das, was wir gerade auch besprochen haben. Wir brauchen da entsprechende Professionalisierungsstrategien, Maßnahmen. OER für vielfältige Bildungsbedürfnisse frei verfügbar sind und leicht gefunden werden können. Lernende OER erstellen und damit die Beziehung zwischen Lehrendem und Lernenden verändern. Das finde ich jetzt praktisch auch ein praktisches Argument auch von dir, Gerhard. Und ich möchte da vielleicht ergänzen, wir hatten 2012, und das weiß ich einfach, wie aus dem FF geschossen, weil meine Kleine damals 3 Monate alt war, einen Workshop zur Zukunft von Lernmaterialien. Und wir haben damals philosophiert drüber, was quasi unser gerade Neugeborenes auf dem Schulrand, also auf dem Rücken trägt, wenn sie in die Schule geht. Leider wird sie wahrscheinlich nächstes Jahr das gleiche tragen, was alle anderen Schulkinder auch so tragen, nämlich Bücher und keine digitalen Hilfsmittel. Aber was wir damals auch hatten, und es war damals eine sehr steile These, 2012 war das völlig neu, wir haben gesagt, OER wird dazu führen, dass Lernende OER, also praktisch Bildungsmaterialien mitgestalten, auch Schülerinnen. Und es gibt natürlich nicht sehr viele Beispiele dafür, dass Schülerinnen Lernmaterialien gestalten, aber es gibt diese Beispiele. Also wir haben Hacker-Tage gehabt für das Biologie-Schulbuch, und es gibt ähnliche Initiativen von Zoom, also von der Zentrale für Unterrichtsmedien, also im Schulbereich quasi EOER machen, wo Kinder und Schülerinnen OER mitgestalten, also Lernen durch Lernen quasi machen im Unterricht und auch wirklich Ressourcen mitgestalten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es im Hochschulbereich ist es natürlich gleichermaßen der Fall. Aus dem klassischen Erwachsenenbildungsbereich kenne ich es jetzt noch nicht, aber ich kann mir eben vorstellen, dein Verdacht ist, glaube ich, schon ganz richtig. Es wird diese Initiativen geben, ja, Jöran, Beispiele, wo es eh schon gemacht wird. Ja, da würde ich tatsächlich auch gerne ergänzen. Meine, wie soll man sagen, die Masse meiner praktischen Erfahrung als Erwachsenenbildung kommt aus politischen Bildungsmaßnahmen, die wir im Pionierort Hattingen an der Ruhr gemacht haben. Da ist
seit 13, 14 Jahren der Guido Brombach vor der Gerd Hurle, verantwortlich für einen Bereich der politische Bildung in Bildungsurlaubsseminaren. Das sind in der Regel fünftägige Seminare, immer darauf ausgerichtet, dass die Lernenden auch etwas machen, selbst gestalten. Und das natürlich auch für Lernmaterialien, die würden dann vielleicht gar nicht immer so heißen, aber dass die inzwischen ein bisschen weiter verbreitet, zum Beispiel einen Blog erstellen oder ähnliche Sachen mehr. Und das, finde ich, wird zu oft belächelt. Das ist ja tatsächlich ein ganz gravierender, das ist ja gerade so ein politischer Moment, dass man das hinterfragt. Und deswegen würde ich die These hier gerne ergänzen, das verändert nicht nur Beziehungen zwischen den Lehrenden und Lernenden, sondern auch das Selbstverständnis als Lernender. Ich kann als Lernender selbst machen, selbst wählen, selbst gestalten und sozusagen auch selbst in die Welt mich einbringen mit Sachen und bin nicht nur derjenige, der etwas empfängt, was mir gesendet wird, ob das als Material oder als Setting didaktisch ist. Das ist ja die gleiche Grundannahme dahinter, die da in Frage gestellt wird. Jetzt würde ich die Frau Krümer bitten, das vielleicht zu ergänzen, weil ich habe gerade angefangen zu tippen, aber ich glaube, es stört alle, wenn ich tippe. Aber wir haben noch zwei weitere Punkte, genau, also lieben Dank. Wenn Menschen Zugang erhalten und lernen, damit selbstbestimmt umzugehen, auch da darüber haben wir ja so gesprochen. Und wenn die Bildungspolitik und Bildungsinstitutionen Mut zu OER sichtbar machen und unterstützen. Das ist wirklich, ist natürlich auch ganz spannend, dass hier OER was Mutiges ist. Warum ist es eigentlich was Mutiges? Und vielleicht darf ich auch fragen, die Volkshochschulen haben ja sich jetzt quasi, also wie soll ich sagen, als Volkshochschule habt ihr ja den Auftrag oder die Idee eigentlich schon immer, kostenfrei oder möglichst kostengünstig Bildung anzubieten. Also die Ursprünge der Volkshochschule waren ja sogar, dass es wirklich kostenfreie Vorträge waren. Also wenn ich so mein pädagogisches, historisches Wissen richtig im Kopf habe, waren die ersten Volkshochschul-Basisveranstaltungen wirklich kostenfreie Vorträge in Wien. Warum wird es so ein bisschen zögerlich angenommen, sage ich jetzt mal, von Volkshochschulweiterbildnerin OER zu machen? Also es gibt jetzt ja von den Volkshochschulleitungen oder von den Weiterbildnerinnen jetzt, wie soll ich sagen, überraschenderweise, weil ja eigentlich da die Idee schon immer inhärent war zu sagen, wir machen kostenfrei, leicht zugängliche Bildungsmaßnahmen. Warum wird das bei OER nicht so voller Werf umgesetzt? Naja, ich glaube, das ist schon eine Frage auch der Generation der Lehrenden. Das ist mein Eindruck. Und ich kann mich gut erinnern, also vor nicht allzu langer Zeit war ich in der Steiermark und dort ging es um das Thema auch digital gestütztes Lernen. Ja. Und in der Arbeitsgruppe, ich habe mich also wirklich 10 Jahre zurückgesetzt verfühlt. Ja. Also plötzlich wird wieder diskutiert, was bringt das überhaupt? Also wenn ich hier digitale Medien einsetze im Unterricht. Also ich glaube, zum einen, wir hatten so eine sehr euphorische Phase ungefähr vor 10, 15 Jahren, wo sehr viel experimentiert worden ist. Wir haben das an den Schulen auch beobachten können. Es gab auch sehr viele Projekte, die das unterstützt haben. Und dann sind zum Teil auch die Projektfinanzierungen rückläufig geworden. Und noch einmal, also ich kann nur noch einmal appellieren auch an die bildungspolitisch Verantwortlichen, wenn es ein Anliegen ist, ja, digital gestütztes Lernen zu fördern, ja, und wenn es ein Anliegen ist, auch mittels digital gestützter Lernformen noch einmal andere Zielgruppen anzusprechen, dann bedarf es auch entsprechender Förderungen, es bedarf entsprechender Projekte. Es kommt nicht von alleine. Also Doris Seyer hat das schon richtig angemerkt. Also wir müssen sehr viel mit den Lehrenden arbeiten. Und ich kann mir persönlich noch sehr gut erinnern, wie viel Überzeugungskraft, wie viele Argumente und wie viele Strukturen wir schaffen mussten, um das E-Learning an der Volkshochschule zu implementieren. Ja, das geht nicht von alleine. Und es sind nicht die Lehrenden, die so engagiert sind, dass sie das von selbst umsetzen. Also hier bedarf es einer Unterstützung, einer strukturellen Unterstützung. Ja. Und hier bedarf es eben auch einer Top-Down-Strategie. Das hat man in den nordeuropäischen Ländern, hat man das schon sehr früh erkannt. Ja. Und Birgit Aschemann von Kino Kuni, du weißt, glaube ich, auch was ganz Pragmatisches sind. Also gerade weil die finanzielle Situation in Weiterbildungsangeboten ja nicht so rosig ist, die auch die Fördermittel
zurückgefahren werden, anstatt aufgebaut zu werden, obwohl wir die Ressourcen eigentlich bräuchten, sagt sie eben, OER würde auch bedeuten, ein Geschenk für Konkurrenz wäre ein Aspekt. Also wenn wir halt in einer prekären Situation als Erwachsenenbildner sind, ist da einfach gewisse Zurückhaltung auch im Prinzip, das uns da vielleicht vor bewahrt oder leider bewahrt, OER zu machen. Sie sagt allerdings auch, dass es, sie weist auch nochmal darauf hin, dass es auch ein Nichtwissen gibt, also dass einfach noch gar nicht so viele eigentlich wirklich wissen, was OER ist und wie einfach es wäre, OER zu machen. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Problem der Lehrenden, sondern auch der Leitungen an Volkshochschulen, zumindest in so meinem persönlichen Umfeld habe ich den Eindruck, dass da gar nicht so viel Wissen drüber ist. Jetzt kam hier im Chat, hier geht es wirklich heiß her, also jetzt im Vergleich, kam mir noch eine ganz konkrete Frage an dich, Jöran. Eva Krohmüller fragt, ob du denn auch weitere Studien im Kopf hast rund um den Matthäus-Effekt, also wie quasi E-Learning dafür sorgt, dass hier Leuten, die schon bessere Voraussetzungen haben, in höherem Maße davon profitieren. Fällt dir da was ad hoc ein? Ja, also ich habe zwei Links mal reingepostet und schnell in meinem Lesezeichensammlung nachgeguckt. Was für mich so ein Aha-Effekt war, war die Diskussion um die MOOCs, als sie gerade in den USA ja noch viel stärker als im deutschsprachigen Raum 2012, 2013 als große Demokratisierung gefeiert wurde oder als Revolution für das Lehren und Lernen. Und da gab es tatsächlich ja ganz lange die große Sage, jetzt können alle benachteiligten Leute auf die besten Lehrangebote der Welt zugreifen. Also es gab, glaube ich, in jedem größeren Artikel dann irgendwie auf jeden Fall ein Mädchen aus Afghanistan, das einen grandiosen Abschluss am MIT gemacht hat oder sowas. Und tatsächlich, die ersten Leute, die sich das dann ein bisschen empirisch angeguckt haben, haben gesagt, ja, das stimmt zwar, dass jetzt auch jemand aus einer weniger privilegierten Gruppe einen Online-Kurs macht und den dann schon mitbringt, wenn er sich irgendwie für seine Ausbildung bewirbt, aber die Leute, die aus privilegierteren Haushalten kommen, haben halt drei dieser Sachen bis dahin gemacht, weil sie wissen, das ist wichtig für diese Bewerbung, für die Hochschulausbildung und haben dann vielleicht noch einen Tutor, der sie begleitet hat individuell bei diesen drei MOOCs, die sie vorher gemacht haben. Das ist so ein Punkt, der mir in Erinnerung geblieben ist, der sehr bildlich das auch verdeutlicht. Zugang alleine nicht reicht. Genau, also ich kann auch für E-MOOCs, also für unseren Kurs Ungesundes gerade das Online-Lernen, gerade in der ersten Durchführung 2014 mit Gerhard Wisowski, haben wir sehr gründlich evaluiert und nachgefragt, wer eigentlich da ist. Da haben wir praktisch identische Zahlen. Also obwohl dieses Kursangebot sich an Lernende gerichtet hat, die Einsteiger sind im Online-Lernen, auch es ist kein akademisches Angebot. Wir haben uns bemüht, um auch sprachlich einfache Voraussetzungen zu schaffen oder zu ermöglichen. Und wir haben auch hier einen überdurchschnittlichen Anschluss an Hochschulabschlüssen. Also wir haben wahnsinnig viele Akademiker in diesem Kurs gehabt, was jetzt auch nicht die ganze Sache erleichtert, wenn im Kursforum sehr eloquent gesprochen und geschrieben wird. Und wir haben jetzt sogar noch, also das ist natürlich in gewisser Weise absurd, die neueren Kurse, wir haben diesen Kurs weiter durchgeführt, die werden ja jetzt zum wiederholten Male in Kooperation mit dem LISUM, also mit der Lehrerbildungseinrichtung in Berlin durchgeführt, mit der Idee, dass gratis Online-Lernen eben zwar sich an Einsteigerinnen richtet und eigentlich nicht an pädagogische Experten, aber sehr geeignet scheint für Lehrerinnen. Also hier wird praktisch dieser Einsteigerkurs für Lehrerinnen eingesetzt und das ist natürlich auch vielleicht wiederum ein schönes Beispiel, Jöran, für deine Argumentation. Sachen, die für besondere Lernerinnen genutzt werden, werden dann auch sehr in der Regel für Lernerinnen genutzt, die diese Besonderheiten gar nicht unbedingt haben. Also die Lehrerinnen sind jetzt nicht die Zielgruppe eigentlich von gratis Online-Lernen, aber nutzen es in verstärktem Maße, weil es inhaltlich nicht sehr herausfordernd ist und vielleicht nur noch technisch herausfordernd ist, der Umgang damit. Ja. Also die MOOC-Zahlen und Teilnehmerinnen sind sicher die besten oder sehr gute Beispiele dafür, um aufzuzeigen, wie stark dann doch die Hürden sind, hier sich zu beteiligen in dem Ausmaß, wie es eigentlich möglich ist. Aber trotzdem erlaubt es mir noch eine Gegenrede. Ja. Ja. Und zwar, das ist, ich stimme allen Argumenten zu, also das vorab gesagt. Aber ich war vor zwei Wochen auf einer internationalen Konferenz in Georgien. Ja. Und da haben wir sehr, sehr intensiv über diese Frage auch diskutiert. Und global gesehen ist das schon ein Argument. Und wenn ich die Möglichkeit habe, als wahrscheinlich in Afrika sehr privilegierter, ja, aber dort habe ich keinen Zugang zu Universitäten oder zu Weiterbildungseinrichtungen, dass ich mich dann über MOOCs weiterbilden kann, ja, dann ist es auch eine Möglichkeit, um mehr Chancengerechtigkeit herzustellen, global gesehen. Also wenn wir das jetzt
aus unserer mitteleuropäischen Perspektive diskutieren, dann ist das überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, man muss das globale Argument auch noch einmal berücksichtigen. Auch dafür habe ich jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich weiß, bei gratis Online-Lernen, einfaches Deutsch, wir haben sehr, sehr viele internationale Teilnehmerinnen. Also in der Regel Deutsch als Fremdsprachenlehrerin, die quasi dieses Kursangebot nutzen, um sich in ihrer praktischen Fremdsprache auszutauschen. Also auch ganz ungeahnte Effekte. Und vielleicht ist das zum Beispiel, Joran, wie OER dafür sorgt, dass es auch ganz anders genutzt wird, weil auch diese Zielgruppe hatten wir gar nicht im Auge, als wir den Kurs zum ersten Mal durchgeführt haben. Also lieben ja. Dank, also nochmal ein Plädoyer, ein Auge darauf zu haben, dass wir auch von, wenn wir relativ kleine Beteiligungszahlen haben, die wir uns natürlich auch größer wünschen, immer absolut dann doch sehr viele Personen erreichen, die was nutzen, was sie sonst vielleicht gar nicht nutzen würden. Dank OER. Mhm. Mhm. Gut, ich hoffe, Frau Kuhlmann, Sie dürfen jetzt nochmal helfen. Haben wir was Wichtiges, habe ich was Wichtiges übersehen aus dem Chat oder aus den Ergänzungen? Also ich sehe jetzt nichts. Ich glaube, es ist eigentlich alles aufgegriffen worden. Also eine Rückmeldung von Doris Seyer war dann noch, dass die Lehrmittel die Lehrenden meistens in der Hand haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon diskutiert wurde. Ja, danke, das habe ich nur vorhin kurz gelesen, aber jetzt nicht eingebracht. Also Frau Seyer hat nochmal darauf hingewiesen, dass ja die Lehrenden eigentlich diejenigen sind, die die Materialien machen und dadurch wirklich unmittelbar auch die VHS als Leitung quasi gar nicht so agieren kann, wenn es um OER geht. Mhm. Gut. Dann mit Blick auf die Uhr, jetzt haben wir fast diese eine Stunde ausgenutzt, hatten ein für mich sehr schönes Gespräch. Den lieben Dank für die Beteiligung, vor allem auch für die Gegenreden, für den Wechsel, für den Diskurs, den wir hatten, dass wir da nicht bei jedem Argument gleich Zustimmung hatten. Was wollt ihr beide denn noch so zusammenfassend sagen? Wollt ihr euch nochmal dieses OER sorgt für Bildungsgerechtigkeit, wenn, vorknüpfen oder habt ihr was zu ergänzen, was einfach noch dazu gehört und jetzt noch unbedingt gesagt wird? Vielleicht nur als Relativierung aller Gegenreden, also auch mir selbst gegenüber, diese Skepsis habe ich nur gegenüber dem naiven Umgang, den hier ja in der Runde keiner hat, gegenüber OER als, weiß ich nicht, Allheilmittel oder wenn man mehr OER, dann wird alles besser oder sowas. Das ist ja in dieser Runde nicht vorhanden. Außerhalb dieser Runde gibt es das ja schon. Und es ist jetzt auch nicht so einfach, dass man sagen müsste, es braucht erstmal ganz viel anderes und darauf kann dann OER aufbauen, sondern das ist ja ein Zirkel oder eine Spirale zum Glück. Also dass man sagen kann, viele von diesen Maßnahmen, die wir grundsätzlich alle fordern hier in dieser Runde, auch politische Forderungen, die wir haben, gehen auch mit OER wieder leichter. Und insofern ist es kein Entweder-Oder oder kein Gegeneinander-Ausspiel oder kein erst brauchen wir das eine, dann das andere, sondern das sind Perspektiven, die sehr stark ineinander greifen und sich im besten Fall tatsächlich deutlich gegenseitig befördern können. Ja, ich möchte eigentlich nur mit dem schließen, was ich schon begonnen habe in der Diskussion, nämlich der Wichtigkeit und der Bedeutung der Professionalisierung der Lehrenden. Ich glaube, hier haben wir sicherlich noch einiges zu tun und da halte ich es für ganz wichtig und notwendig, dass hier auch die Frage OER integriert wird. Ja. Um diese Professionalisierung allerdings bundesweit, ich spreche jetzt nur von Österreich, vorantreiben zu können, ist es auch absolut notwendig, dass die Mittel über gezielte Projekte für die Erwachsenenbildung zur Verfügung gestellt werden. Das ist vielleicht mein Wunsch an die neue Regierung, nicht nur für OER, aber generell der Erwachsenenbildung mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die Mittel für die Erwachsenenbildung zu erhöhen. Ja. Gut, dann bleibt mir zum Schluss nur euch beiden sehr herzlich zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dabei zu sein, dass ihr das Gespräch so anregend mit mir geführt habt. Und möchte vielleicht noch ganz kurz auf ein Angebot hinweisen, der EBB-MOOC, das bis dahin größte Weiterbildungsangebot in Österreich, aus Österreich für Erwachsenenbildnerinnen, der auch OER als ein Thema hat. Das geht um Digitalisierung der Erwachsenenbildung allgemein, wird nächstes Jahr wieder starten. Da gibt es zumindest eine Möglichkeit für all diejenigen, die Lust haben, sich auch vielleicht mit dem neuen Format Online-Kurs auseinanderzusetzen, hier eine Einführung zu bekommen zum Thema Digitalisierung und OER. Allgemein. Und auch an Sie, Frau Kuhlmann, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, ihr habt schon viele Dankeschön auch
im Chat wieder bekommen für das Angebot. Und ich möchte nochmal alle abschließend grüßen, die sich zugeschaltet haben, entweder als Einzelpersonen, als Kolleginnen und Kollegen aus der OWR-Szene und auch als Anbieter von einem Gruppengespräch, von einem Workshop, wo wir nicht nur eine Person hier haben, sondern gleich mehrere, die zugeschaut haben. Viel Spaß noch mit den weiteren Gesprächen und ganz lieben Dank an die ganz große Runde. Thank you.